Herzlich willkommen im Luisenhof. Mein Name ist Stefan Kirschner, ich bin der Küchenchef und werde mit Ihnen heute einen Gang aus unserem Kochsternstundenmenü 2023 kochen. Was wir kochen, werden Sie sehen, wenn wir jetzt in die Küche gehen. Also, kommen Sie mit. So, da sind wir zurück in der Küche. Also, wir werden heute den Lammrücken machen. Der Lammrücken ist ein Teil unseres Hauptgerichtes vom Kochsternstundenmenü. Dazu gibt es Zwiebel-Vanille-Chutney, rote Beete-Risotto, frischen Blattspinat und eine Blauschimmelcreme. Den Lammrücken werden wir jetzt die Silberhaut abziehen, werden dies dann würzen mit Salz, Pfeffer, bisschen Rosmarin, werden das Ganze dann einvakuumieren und werden dies bei 56 Grad sous vide garen. Dazu nehmen wir uns einen kleinen Beutel, geben den Lammrücken hinein, jeweils einen Rosmarinzweig auf jede Seite und vakuumieren das Ganze. Sous vide gegart bedeutet, somit verliert das Fleisch nicht an Größe und der Saft bleibt im Fleisch. Machen den auf ein Blech und schieben ihn bei 56 Grad Dampf im Ofen. 2 Stunden sind rum, die das Fleisch ungefähr braucht bei 56 Grad. Und hier haben wir das fertige Produkt. Wir schneiden den Beutel auf, nehmen den Lammrücken raus. Und dann braten wir das in etwas Öl links, rechts an und schon ist es fertig. So, dazu haben wir etwas Knoblauchöl selbst gemacht. Der Lammrücken wird dann in der Pfanne von beiden Seiten angebraten. Dazu geben wir noch etwas Rosmarin dazu und lassen dies dann kurz 2 Minuten von allen beiden Seiten anbraten. Dann drehen wir das Fleisch und dann nochmal von der anderen Seite 2 Minuten. Und dann ist es fertig. Legen es auf ein Blech und lassen es unterm Salamander etwas ruhen. Gut, kommen wir nun zum Rote Beete Risotto. Beginnen werden wir, dass wir das Risotto mit etwas Olivenöl in der Pfanne anschwenken. Dazu werden wir ein paar Zwiebelwürfel schneiden, die wir zu dem Risotto mit dazugeben und schwitzen es mit an. Pause! So. Würzen dies mit Salz und gießen es mit Weißwein. Und Gemüsebrühe auf. Wir lassen dieses Ganze dann etwas quellen. Soweit haben wir jetzt das Risotto fertig. Haben noch ein bisschen Kochsahne dran gemacht. Und jetzt lassen wir es noch ein bisschen einreduzieren, so dass es leicht schlotzig wird. Geben dann etwas Parmesan dazu zur Bindung. Und das rote Beete-Püree. Ist natürlich fürs Auge was. Und passt natürlich sehr gut zum Lamm. Und zum Blauschimmel. So, wir geben jetzt den Parmesan hinzu, so dass es eine Bindung gibt. Rühren das Ganze durch und geben zum Schluss einfach von unserem Rote Beete Püree was dazu und rühren kräftig. So, fertig ist das Risotto. Punkt 2. So. Als nächstes machen wir das Zwiebel-Bourbon-Chutney. Dazu bräuchten wir rote Zwiebeln, Bio-Vanillepaste, ein bisschen Kirschmarmelade, Kirschsaft und Stärke zum Abbinden. Wir beginnen wieder, die rote Zwiebel in grobe Würfeln runterzuschneiden und schwitzen das Ganze in etwas Butter an. Zum Karamellisieren verwenden wir etwas Rohrzucker, etwas Pfeffer, etwas Salz und ein Spritzer Zitronensaft. Jetzt löschen wir das Ganze mit etwas Kirschsaft
Dann die Vanillepaste. Sowie Kirschmarmelade ab. Und lassen das Ganze jetzt einreduzieren, so dass es eine leichte, dickflüssige Masse ergibt. Das Ganze wird jetzt mit Stärke abgebunden. So, jetzt schwitzen wir nur noch den Blattspinat an, mit ein bisschen Salz, Pfeffer und das war's, mehr nicht. In etwas Butter. So, fertig. Und kommen nun zum Anrichten. Beginn tun wir mit dem Risotto. Blattspinat. Das Chutney und unserem Lammrücken. Die Blauschimmelcreme besteht nur aus Sahne, Blauschimmel und etwas Salz. Und das Ganze wird noch etwas ausdekoriert. So, das ein Teil unseres Kochstandstundenmenüs. Ab 3.2. können Sie genau dieses Gericht bei uns genießen. Wir freuen uns auf Sie im Luisenhof. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de